Peace, Freunde, und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute OG-Time. Ich reagiere auf eine epische Fußball-Challenge von FIFA Gaming und mir. Elfmeter, Rabona, Trickshots, und diese Fußball-Challenge ist 6 Jahre her. Ich kann das doch alles nicht, Freunde. Ich habe letztens ein bisschen auf FIFA Gamings Kanal reagiert. Der macht ja wieder ein paar Videos und so weiter, ein paar Retalks rausgehauen. Wir sind nach wie vor cool in Real Life. YouTube-technisch haben wir eigentlich nichts miteinander zu tun, weil er sein Ding macht. Ich mach mein Ding, aber wir schreiben ab und zu und so. Und ich glaube, das wird jetzt Lachfleisch, sich so ein OG-Video anzugucken, denn wir waren ja damals wirklich dicke. Jeden Tag haben wir miteinander aufgenommen. Jeden Tag haben wir miteinander gechillt, von morgens bis abends im Discord oder im Skype, und haben da unsere Sachen gemacht, gestreamt, Weekend League gezockt und. Also hier kommt auf jeden Fall OG-Feeling hoch. Let's go. Yo, was geht ab, Leute? Wakes wieder am Start und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, bin ich heute auf dem Fußballplatz. Ich habe eine kleine Fußball-Challenge mitgebracht. Oh. Alleine, Digga. Komm mal rein, Bro! Was geht, Bro? Ich glaube, er wollte mir so ein High Five geben, aber ich habe es nicht gecheckt. Alles klar, yo, ihr seht schon, FIFA Gaming ist am Start. Was geht, Leute? Wir machen heute auf jeden Fall eine kleine Elfmeter-Challenge. Real Life und FIFA 17, ne? Ja, das heißt, wir werden jetzt jeder 5 Elfmeter haben hier auf dem Fußballplatz. Dann ach so, das ist ein Real Life mit FIFA-Kombination-Video. Hä, wie cool. Bro, das ist maximal cool gewesen. Das muss ich mal wieder machen, wo ich das gerade sehe. Ich wusste gar nicht, dass ich sowas gemacht habe. Ich habe jetzt in-game Elfmeter gegen ihn geschossen und in Real-Life Elfmeter gegen ihn geschossen. Und dann hat man geguckt, wer wo besser ist. Krass, gute Idee. Ein kleines Elfmeterschießen in FIFA 17 machen. Ganz easy eigentlich. FIFA 17, wie lange ist das her? Wir machen auf jeden Fall keine normalen Elfmeter, weil sonst ein bisschen zu langweilig wäre. Irgendwelche Special-Elfmeter. Rabona, Außenrissschuss, Lupfer, was weiß ich, Alter. Alles, was man sich so vorstellen kann, und ja, ich denke mal, da werden ein paar Heftige dabei sein, oder? Lasst einmal einen Daumen hoch für diese krasse Challenge da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, auch einen Daumen hoch geben. 5000 Likes, easy. Bei Gaming haben wir auch noch so ein Video aufgenommen. Checkt das auch nach dem Video ab. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Let's ab geht's. Go. Guck, Leute, easy Latte. Boah. Oha, seiner war nicht schlecht, Digga. Seiner war nicht schlecht. Seiner war nicht schlecht. Meiner Katastrophe, wollen wir nicht drüber sprechen. Okay, Leute, erst selber. Ihr wisst, es ist irgendwelche Special Elfmeter. Ich würde auf jeden Fall ein Rainbow machen und dann direkt den Volley nehmen. Ich hoffe mal, das klappt. Los geht's. Was für Rainbow Elfmeter? Okay, dann ist er doch 1 Meter vom Tor. Man muss sagen, Gaming, also Till, war echt gut in Real-Life-Fußball. Der hatte echt einen krassen Schuss immer drauf. Ey Leute, ich hab keine Ahnung, ob man das darf. Ich glaube, das darf man eigentlich nicht, weil der Schütze darf den Ball beim Elfer nur einmal berühren. Aber egal, Mann, das merkt keiner. Er sagt, das merkt keiner. Er sagt gerade selbst, darf man nicht, und sagt dann, das merkt keiner. Jo, da muss die Kuh. Wenn du Kotscher raushaut, Leute, dann hau ich jetzt auch so einen kleinen Trick raus. Easy going, meiner geht in den Winkel. AOL, where are you from, bro? Boah! Digga, das war voll cool damals. Ich schwör, das war cool. Das ist gar nicht erlaubt, aber egal, wir brauchen Best Lifemeter. 1-1. Außenriss. Habt ihr diesen Schuss gesehen? Mit wie viel Power? Der war Real Talk hart. Ja, ich sag so, er schießt 300 km/h oder so. Okay, Leute, dafür hau ich jetzt Rabona in den Winkel. Ich versuch's einfach sehr. Go. Im Sommer werde ich wieder mehr Fußball-Challenges und Real-Life-Videos machen, Freunde. Da könnt ihr euch auch drauf freuen. Bro, meine Rabonas, ne, ich check das selbst nicht. Ich check, frag nicht. Meine Rabonas sind einfach immer so krank. Guck dir das mal an. Go. Aber er war platziert, das geht klar. Shit, Mann! An die Latte, Alter! I love you! Nein! Boah! Ich wollte das so. Leute, es ist Zeit für Lupfer. Ich hoffe, man hat nicht die richtige Ecke, weil sonst wird er. Okay, bist du bereit? Ich habe nicht verstanden, was er machen will. Ja, boah, Junge, perfekt. Genau so wollte ich das machen, Digga. 3-3, Mann. Leute, soll ich einfach mal raufhauen, mal gucken, was geht, Digga. Mal gucken, einfach, was geht. Komm mal. Einfach raufhauen, das ist doch kein Trickschuss. Ich war nicht mal bereit, ey.
Mal gucken, was geht. Ja, Ausreden über Ausreden. Aber er hat eben auch einfach draufgehauen, das zählt. 4-3 für mich. Ey, er will mich immer töten! Nochmal Rabona. Ich wollte diesen Überraschungseffekt. Ey, Leute, wir gehen in die Verlängerung. Wer nicht trifft, verliert. Wer trifft, der hey, welches Real Madrid-Trikot ist das eigentlich? Wo ist mein Real Madrid-Trikot? Wo hab ich das? Wieso hab ich das nicht mehr? Gewinnt, so ist das. Easy. Hab ich das bei Danny vergessen? Ey! Oh, ey, was machst du denn? Oh, Digga, was? Ist erlaubt, ey. Ja, haut immer den fucking Neymar-Elfer raus, Mann. Ich muss jetzt treffen, sonst hab ich verloren. Das war ehrlich der Neymar-Elfer damals. Ja, kann ich auch. Ja! Ganz locker. Back to the roots, ganz normal. Ey, da hab ich noch selbst die Videos geschnitten, Freunde. Das merkt man aber auch, ne? Elfmeter, ganz stinknormaler Elfmeter. Easy. Easy. Boah! Ey! Oh mein Gott! Oh! Ey! Oh mein Gott! Egal! Jawoll, Digga, der ging so in den Sinn. Dings ist abgefallen. Ich war alles kaputt. Digga. Egal, ey, jetzt gibt's Elfmeter schießen, das zieh ich nicht. Elfmeter schießen, FIFA. Und das Bro, was war das für ein Rabona zu guter Letzt? Krank. Da sind wir auch schon in FIFA angekommen, Leute, ihr seht es hier, wir können das Elfmeter schießen. Bei meiner Mutter. Er war sogar bei meiner Mutter in meinem Kinderzimmer mit dabei. Guck mal, wie krank, das war hier zu Hause bei meiner Mom. Auswählen, ich habe auf dem Platz gewonnen, Bro. Aber mit meinem ersten Merch, mit dem Merch, der ging auch richtig ab, ne? Damit habe ich mal zu Weihnachten in einem Monat 15.000 bis 20.000 Euro gemacht, nur weil ihr so krass bestellt habt, mein Merch. Also ich persönlich, ne? Ich habe diese 20.000 von diesem Merch-Anbieter bekommen. Das heißt, ihr für, weiß nicht, 50.000, 60.000 Euro bestellt oder so insgesamt. Das war völlig krank. Das war wirklich heftig. In einem Monat mit Merch. Also das waren echt heftige Zeiten. Gut gespielt, fresh Elfmeter waren dabei. Ich bin jetzt gespannt, wie die hier in FIFA werden. Ja, ich bin Real Madrid, erst Barcelona. Ich bin mal gespannt. Ich habe schon heftige Schützen mit Ronaldo, ja, Modric, Bale, Toni Kroos, James Rodriguez, aber... Ich finde dir meine alte Frisur eigentlich. Ich habe auch mit Suarez, Neymar und so weiter und so fort. Ihr kennt die ganzen Spieler bei Barcelona. Und ich würde sagen, auf dem Platz habe ich gewonnen. Mal gucken, wie es jetzt im Elfmeterschießen weitergeht in FIFA. Hier bist du ja eigentlich so der Favorit, ne? Mit boah, Elfmeterschießen war auch immer geil in FIFA. Unsere Elfer-Challenges haben auch immer gebockt. Die habt ihr immer sehr gefeiert irgendwie. Das heißt noch lange nicht. Ach, egal, komm, wir gehen jetzt einfach ins Elfmeterschießen rein. Guck mal, wer unsere Schützen sind. Meine Suarez, Neymar, Rakitic. Ich mach mal Messi vor. Oder Messi kommt als Fünftes. So, Messi als Fünftes. Und dann sollte das alles passen. Ich komme gar nicht mehr dazu, mit Messi zu schießen, musst du auch dran denken. Boah, aber das könnte natürlich. Oh, scheiße. Egal, ich mach's trotzdem so. Ich mach's trotzdem so. Leute, ihr wisst es, lasst schon mal jetzt einen Daumen hoch da. Und checkt auch noch meine Klamotten ab. Dieser grüne. Ja, ja, checkt auch noch meine Klamotten ab. Das meine ich. Das war der Call. Das war der wichtige Call. Der rote und dieser grüne dazu, ihr wisst Bescheid. Rein. So. Ich bin rein. Komm, Bro. Komm, okay. Klamotten abchecken, wie geil. So, Suarez, wir lassen die hier. So war das früher, ne? Heutzutage hat jeder Modemarken, früher war es Merch. Das ist ein anderes Zeitalter gewesen, Digga. Das war der Call damals, Merch. Das hat jeder gemacht. Bei anderen Leute, dann kann man den Gegner ein bisschen mehr verwirren. Ja, wir schießen einfach doch. So kann man die richtig so, geile platzierte Elfer schießen. Und... Oh, komm. Nein! Ja, Mann. Na, was hat die denn im Post? Ey, der hält direkt den Ersten. Da konnte man immer so hin und her machen. Okay, scheiße, Mann. Mal hier mit Benzema. Boah, oh, was ein Elfer. Für ein perfekter Lupfer, hast du den gesehen? Ey, der ging sowas von in den Winkel, ne? Okay, 1-0 für dich. Neymar, du musst den jetzt machen, okay, Mann. Come on. Vielleicht direkt einen Außenriss-Elfmeter. Ich muss ihn direkt halten. Wer weiß, Leute. Man konnte soll ich mal direkt einen raushauen, einen Außenriss-Elfmeter? Ja, voll geil, man konnte beim Elfmeter immer noch so zur Seite gehen und so den Anlauf verändern. Ja, okay, komm. Guck mal, wie viel Anlauf ich nehme. Oh mein Gott. Oh! Nein. Nein, ey, wie kann ich 2 von 2 verschießen, Alter? Aber der war mit 400 km/h gegen die Latte. Mann, ey, ich bin halt so gut. In Real Life habe ich, glaube ich, gewonnen und in FIFA verliere ich jetzt, oder was? Brustet, Leute, das kann doch nicht sein. Ey, egal, ich halte den. Du musst jetzt halten mit Cristiano Ronaldo. Auch an die Latte. Ey, was sind das für Elfmeter? Hast du den Außenriss-Elfer gesehen? Boah, Junge, Digga, der war so Nein!
Unsere Cam ist die ganze Zeit unten rechts. Ihr seht gar nicht meine Reaction. Egal, wieder aus. Sag doch was. 1 zu 2 Stelle wie bei dir. Nee, 1 zu 2 steht. Nee, hä, was laber ich denn für eine Kacke? 1 zu 0 für dich. Ey, du hast beide verschossen. Oh, ich muss den jetzt machen, Mann. Ich muss den jetzt machen. Oben zeigt Navas schon an. Komm! Jawohl, okay. Der ist drin, Leute. Der ist drin. Den musste ich auch. Er konnte auch immer im letzten Moment noch rüber switchen. Boah, Mann, das war wichtig. Der war sicher, muss ich zugeben. So. Okay, come on. Rames Rodriguez. Oh mein Gott. Jawohl. Der Ding mit den Beinen. Wie hat der Ding gehalten? Ey, Bro, hat den mit den Beinen gehalten. Ja, Mann. Wieder alles ausgeglichen. Alter. Richtig fresh. Okay, das heißt, dass Messi zum Schuss kommen wird. Ja, Messi richtig. Wird zum Schuss kommen. Ich stopp jetzt ein paar Mal ab, Bro. Ich sag dir das schon vorher. Ich wollte erst da, ich wusste es. Ja, Leute. Back in business. Okay, Luka Modric. Bin back in business. Er macht Dings aus. Oh mein Gott, ich hatte die Ecke. Ey, ich hatte doch die Ecke. Hätte ich den gehalten, Alter. Komm. Fast noch auseinandergenommen. Lionel Messi. Ich muss jetzt mal einen Ball in den Winkel hauen. Jetzt wird wieder Risiko ausgepackt. Okay, guck dir den Anlauf an, Bro. Ich halte ihn mit Ansage. Boah! Geht nicht. Ansage. Und wenn ich den jetzt halte, habe ich gewonnen. Der Controller vibriert. Gareth Bale. Come on, Bale. Nein! Oh. Ter Stegen, er hat ihn! No. Er hat ihn, Digga! Boom! In Real Life gewonnen und in FIFA gewonnen. Und man dachte, ich verliere, weil ich 0-2 hinten lag bei den Elfern. Warte, ich muss mal Jubel machen. Guck dir den an, Bro. Ja, dieser Jubel. Ey, das war auch so ein geiler Jubel. So ein toxischer Jubel. Ich hab danach nur noch verkackt. Du hast echt nur noch verkackt, ne? Ja, Freunde, das war's mit dem Video. Ey, lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. OG Times. Und hier kann ich auch noch auf ein Video mit Kubanito reagieren. War auch sehr cool. Lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Ich glaube, darauf habe ich sogar schon mal reagiert, aber ich habe noch andere Fußball-Challenges. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Peace.